Hi Leute, diesmal geht es wieder um das Funkgerät und diesmal möchte ich es sandy-mäßig abgleichen und ich möchte auch die Leistung messen. Ich habe hier 200 Ohm Widerstände parallel, das macht 50 Ohm und da das Oszilloskop dran. Das Oszi hab ich hier, jetzt schalte ich mal ein, ich bin auf Kanal 8, also Kanal 5 auf den, wenn ich es einschalte, hier auf 8 und hier zeigt es mir an, 6,88 Volt und bei der Frequenz hier 27,0550. Die Frequenz ist wirklich 27,00. Die Frequenz ist wirklich genau, die stimmt. So, jetzt möchte ich aber sandy-mäßig abgleichen. Ich habe gesehen, hier dran ist schon mal gedreht worden. Könnt es auch anhand von den Zeiger abgleichen, aber ich gleiche es jetzt mal ab. Die zwei sind für Senden zuständig. Und zwar, ich habe herausgefunden, eins, das, die beiden und der sind für den Empfang. Also das sind Empfangsfilter, Empfangs-ZF-Filter, die werden alle auf die Zwischenfrequenz eingestellt. Dann können die zwei und der nur für Senden sein. Jetzt lasse ich es senden, gerade auf dem Widerstand. Ich drehe jetzt mal an den, wo schon mal irgendwann mal gedreht wurde. Und wenn ich da drehe, es wird weniger, es wird mehr. 6, jetzt wird es wieder weniger, jetzt wird es wieder mehr. Ich versuche mal, dass ich das größer einstellen kann hier, damit ich es irgendwie besser in Position mal nach unten, damit ich es genauer abgleichen kann. Warte, ich mache mal Licht aus, dann kann man das vielleicht genauer sehen. So, jetzt drehe ich mal an den. Hier wird es weniger. Hier mehr und hier wieder weniger. Ich habe das auf dem mittleren Kanal, also auf der mittleren Frequenz und das ist das Maximum. Okay, jetzt ist der hier noch nicht aufgepult. Mach mal Licht wieder an. Der hier ist noch nicht aufgepult, aber ich könnte mal schauen, ob ich den nicht besser einstellen kann. Und da ist Wachs drin. Ich werde das Wachs mal rausnehmen da. Und mal gucken, ob ich den drehen kann. Den kann ich so noch nicht drehen. Ich guck mal, weil das ist ja auch einer. Ich schalte mal wieder aus. Ich lasse den mal nicht dauer senden, weil die Widerstände da hinten werden warm. Und ich habe aber auch gemessen bei 6,8 Volt Effektivspannung. Da bin ich ja schon bei 1 Watt. Also das Gerät macht nicht ein halbes Watt. Das Gerät macht ja schon 1 Watt auf AM. So, ich pulle mal das hier ein bisschen raus, damit ich an den Kern daran komme, damit ich den Kern auch einstellen kann. Aber ich glaube, dass der auch für TX ist, dass die beiden für TX sind, dass ich den hier auch mal auf Maximalleistung einstellen kann. Okay, jetzt kann ich den auch drehen. Also ich habe das rausgepult hier und mit dem hier kann ich den Kern schon mal drehen. Ich zeige euch mal das hier. Den Kern kann ich gut drehen damit. Jetzt schalte ich wieder ein. Und stell den mal mit dem Kern, weil, mal schauen, die Eisenschraubendreher, die beeinflusst den Kern. Aber ich kann es auf Max einstellen. Ich nehme daher wieder das Abgleichwerkzeug aus Kunststoff. Den kleinen muss ich nehmen. Und mehr, weniger, mehr, weniger, mehr. Ich glaube, da kann man es auch sehen, hier an den Spitzen, wenn ich nach rechts drehe, wird weniger, nach links wird mehr und wieder nach links wird es wieder weniger. Das auf Maximum, dass die Spitze am höchsten ist, da wird es weniger. Aufs Maximale, dann den zweiten Filter hier, den dann nochmal. Schon weniger, dass ich jetzt auf Maximum abgleiche, ja, 27, die Frequenz stimmt ganz genau, die Frequenz von den, die der macht, stimmt exakt genau, weil da hat ja jemand vermutet bei den Kommentarschreibern, dass die Frequenz nicht ganz stimmt, aber 27,0550.
und ist so konstant, die stimmt exakt. Dann haben wir hier noch einen, den ich gerne drehen will. Dann nehme ich mein anderes Abgleichwerkzeug, weil damit geht das nicht. So, dann kann ich den dann noch auf Maximum einstellen hier. Der Kern geht ein bisschen sehr leicht, wie soll ich heute mal da was reintun? Leicht drehen nach links. Wird mehr. Und dann wird es, glaube ich, wieder weniger, oder? Mehr, weniger. Vielleicht sollte ich das noch größer machen. Noch größer hier. Noch weiter runter in der Position. Hier, damit ich genauer abgleichen kann. Nur damit ich genauer abgleichen kann hier. Maximum, okay. Der ist genau eingestellt. Hier, da ist noch Wachs drauf. Mache ich das Wachs auch raus, um die nachzustellen? Ich denke mal, dass die schon stimmen. Glaube ich mal. Und die beiden, weiß nicht, wurde da gedreht? Oder ist das normal? Die schaut fast normal aus. Aber ich denke mal, ich habe schon mindestens ein halbes Watt, wenn nicht gar ein Watt da. Der da wird warm. Okay. Dann mache ich da wieder Autoset. Und schauen wir mal, wie viel Leistung kommt denn raus. Effektiv 6,80. 6,75. Nehmen wir mal 6,80. Also 6,80 Volt durch 50 Ohm mal 6,80 Volt. Es wäre 0,924 Watt. 0,92 Watt. Also fast 1 Watt macht ihr da. Und die Widerstände da hinten, ja. Ja, die sind heiß. Die sind heiß. Die Widerstände sind heiß. Die macht fast 1 Watt. 0,924 Watt. Also fast 1 Watt. Das ist super. Der stimmt. Der stimmt. Und der stimmt. Und die beiden hier, die beiden da, die wurden nicht verdreht, so wie es aussieht. Daher lasse ich die mal, weil es aussieht, wenn die nicht verdreht wurden. Und die beiden lasse ich auch mal, weil die sieht auch aus, wenn die nicht verdreht wurden. Normal wüsste, würde ich die auf Kanal Mitte auch dann einstellen. So. So, ich bin jetzt auf 5, 4, 3, 2, 1. Gucken wir mal noch. Ich mache mal Licht aus. Und zwar, wir gucken hier auf die Frequenz 6,70 Volt, 2704, 1, 2, 3, jetzt müssen wir auf 26,965 sein, 26,964,3, dort ein bisschen weniger, 2, 3, 4, 0,44, 4, normal 0,45, 1, 2, 3, bin ich wieder auf 5? Ja, ich bin wieder auf 5. Da muss ich 27,0550, der stimmt aber genau hier auf der Mitte, mal 6, 4, 7, 8, 9, 10, 27, 1, 1, 4, 3, das zeigt er auch zu wenig an. Der zeigt bei einigen Quatzen zu wenig an, 11, 12, mein Kanal 12, da haben wir 27,1344. Normal müsste ich da auf 27,135 sein. 1344. Gehen wir noch einen Kanal weiter. 27,154. 45. Normal müsste man auf 27,155. Dann, da weicht er um 500 Hertz ab. Da weicht ihr um 600 Hertz ab. Da weicht ihr um 700 Hertz ab. Da weicht ihr um 600 Hertz ab, hier um 400 Hertz, hier um auch um 400 Hertz, hier um 500 Hertz, ups, ich war eins zu weit, hier um 500 Hertz, genau, wenn ich eins weiter mache, 27,0550, da stimmt er genau, komischerweise auf einen Kanal stimmt er genau, da weicht er ab. Da weicht er auch leicht ab, weil er knapp dran ist. 4,9, 4,4,
4-3. 4-3. Ja. Okay. Und hier hat er nichts mehr. Okay. Das ist der Kanal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Kanal 8. Wenn ich schaue hier. 7, 8, 9. Ja. Der ist schon ziemlich genau auf der Frequenz drauf hier. So, und ich habe knapp 1 Watt. Genau bei 6,8. 6,8 Volt sowas effektiv. Spannung hier. 6,8 Volt. Da habe ich so 0,92 Watt. 0,9248 Watt. Also knapp 1 Watt und knapp 1 Watt ist schon ganz gut. Ja. Ich bin auf 13,6 Volt. Jetzt, wenn ich auf 14 Volt gehe, habe ich dann mehr. Ja, dann habe ich 7,07 Volt. Bei 14 Volt ist aber auch Spannung. 7,07 durch 50 Ohm mal 7,07. Dann habe ich 0,999 Watt. Also jetzt macht das Ding 1 Watt. Bei 14 Volt macht es 1 Watt. Okay, 14 Volt hat man normalerweise im Auto. Das heißt, im Auto würde das Gerät dann ja 1 Watt machen. Und bei 13,5 Volt etwas weniger. Aber es passt schon. Der wird ganz leicht warm. Die Ansteuertransistor, aber die wird auch ganz schön warm. Ansteuertransistor wird ganz schön warm. Der wird wärmer als das große Kühlkörper. Aber für 1 Watt ist es verdammt gut gekühlt, muss ich sagen. Ja, okay, jetzt könnte ich mal gucken, wie viel seine Leistung das Funkgerät noch auf AM hat. Und genau, das mache ich jetzt auch mal kurz. Also damit bin ich fertig. Empfang ist perfekt eingestellt. Da habe ich letztens ja die ZF-Filter von Empfang alle eingestellt. Senden ist, denke ich, auch gut. Der und der passt. Der passt auch. Und die anderen sind noch vergossen. Sind die noch original vergossen? Ich hoffe. Schaut zumindest so aus. Weil wenn nicht, dann könnte man daran noch drehen und dann auch noch ein bisschen Leistung rausholen. Aber es schaut gut aus. Und von der Frequenz wundert mich, dass der eine Kanal so genau in der Frequenz stimmt, aber die anderen halt irgendwie nicht. Aber ich denke, dass die Quarze auch leicht Abweichungen haben da mit der Zeit. Aber ich sehe auch nichts, wo man die Frequenz hier so direkt einstellen kann. Bei PLL hat man normalerweise noch so einen Trikondensator zum Frequenz einstellen, aber das ist ja ein Quarzgerät. Und ich glaube, das sind die Abweichungen wohl normal, also ja, okay. So, und das Funkgerät hat AM Low und AM High, also viel Sendeleistung, wenig Leistung. Ich gucke mal AM Low, wie viel Leistung es da hat. Bei 8 und ich habe hier 5,6 Volt. Hier stimmt die Frequenz? Ja, um 100 Hertz stimmt es nicht. 5,6 Volt. So, bei AM Low. 5,6 Volt durch 50 Ohm. Ups. 5,6 Volt durch 50 Ohm mal 5,6 Volt, 0,6 Watt. Gehen wir mal auf AM High. Und da haben wir, wie viel haben wir da? 7,5 Volt durch 50 Ohm mal 7,5 Volt. Da haben wir 1,1 Watt. Die macht 1,1 Watt auf AM. Jetzt, wenn ich auf FM gehe, ich gehe mal auf FM. Auf FM dürfte der 4 Watt machen, da darf ich nur ganz kurz senden, weil die Widerstände sonst durchbrennen. Mal schauen. Und wir haben 14,9, fast 15 Volt. Die Widerstände werden sehr heiß. Gucken wir mal nochmal. Ich gehe mit den Volt mal runter. Mal schauen, wie viel macht das auf FM seine Leistung. 15,0 Volt. Ups, die Widerstände, da brennen wir durch. Also, so, rechnen wir mal 15 Volt, geht halt durch 50 Ohm, mal 15 Volt, da haben wir 4,5 Watt. Gut, das Funkgerät macht so 4,5 Watt auf FM und etwas über 1 Watt auf AM. Und bei AM Low, also bei AM Low, AM und Batteriesparmodus, habe ich weniger, da habe ich dann nur
5,60 Volt. 5,60 Volt, so 5,60 Volt durch 50 Ohms. 5,60 Volt durch 50 Ohm mal 5,60 Volt. Ihr könnt auch 5,6 mal 5,6 durch 5 rechnen. 0,6 Watt. 0,6 Watt und 1,1 Watt auf einem. High und Low. Ich kann mal bei FM Low mal gucken. FM Low habe ich auch 5,6 Volt hier. 5,6 Volt durch 50 mal 5,6. Also bei Low, da macht es auf AM und FM 0,6 Watt. Und bei High, da macht es auf AM etwas über 1 Watt, 1,1 Watt. Ups, die halbe will ich nicht. Also da macht es auf AM dann über etwas über 0,6 Watt und bei AM High 1,1 Watt auf AM. Und auf FM 4,5 Watt. Okay, das ist gut, macht etwas mehr als 4 Watt, sollte ihr nur 4 Watt machen, aber ja, passt schon. Stabo SH8000, schönes Funkgerät, das auch die Leistung macht. Ja. Und das andere Funkgerät, das macht 1 Watt, aber ich glaube, damals war nur ein halbes Watt erlaubt. Und dadurch, dass es 1 Watt macht, das Körting-Funkgerät ist schon ganz gut. Gut, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.